man merkt doch, dass die Leute hungrig danach sind, dass endlich wieder Messe ist. Einzelne Sorten sind schon ausverkauft. Ja, schon voll zufrieden. Also es tut sich schon mega, mega viel. Das taugt uns natürlich voll, dass wir endlich wieder raus dürfen und dass wir wieder was machen dürfen. Tolle Leute, ganz nett alle. Ja, und schönes Ambiente auch auf jeden Fall. Der Zusturm reißt nicht ab, also es ist ein sehr, sehr erfolgreicher erster Tag. Ganz überrascht, dass wirklich Freitagvormittag, Freitagmittag doch schon ein reger Zustrom zur Messe war. Und wir haben auch in der Regionalbackstube zuvor schon gebacken und das war tatsächlich sehr positiv überrascht, dass das super angenommen worden ist, viele Fragen gestellt worden sind und tatsächlich die Besucher dann bei uns am Stand nochmal aufgeschlagen haben. War bisher deutlich besser als in 2019. Finde ich jetzt für den Freitagvergleich definitiv viel besser. Und das war schon überrascht, weil man ja gar nicht so wusste nach Corona, wie wird das wieder angenommen, aber es war sehr gut. Buttercreme ist ein ganz starkes Thema beim Backen. Fondant ist ein bisschen zurückgegangen gegenüber früher, aber Trends haben wir hier auf jeden Fall. Wir machen da aus heimischen, regionalen Produkten, haben wir das Kinderprogramm und mit dann die Kinder backen. Ganz lustige Bauernhoftiere, aber es sind auch manchmal Schildkröten und solche Sachen natürlich auch dabei. Gerade jetzt, nicht nur Corona, sondern nur ganz was anderes, ist noch viel wichtiger, dass wir wirklich einfach mehr auf das heimische Regionale schauen. Und jetzt haben wir auch gesehen, wie wertvoll das alles ist.